Motorradfahren ist leider kein günstiges Hobby. Und die Schweiz ist sehr schön, aber auch eher teurer. Ist also gerade hier ein kostengünstiger Einstieg in die Motorradwelt unmöglich? Das will ich heute herausfinden, ob es auch mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis geht. Bleibt dran! Ich melde mich mal wieder von der Front einer Hochstädtler-Filiale, aber diesmal, weil die Filiale hinter mir etwas ganz Besonderes zu bieten hat. Hier gibt es eben zusätzlich zu den typischen Yamaha-Neuheiten, verschiedenen Bekleidungsmarken, Segway, Quads, Gebrauchtmotorräder und, noch etwas ganz Besonderes, was es so in der Schweiz nirgendwo anders gibt. Was das ist und warum es unseren Einsteigern helfen könnte, das erklärt mir jetzt der Remo, also kommt mal mit. Ich habe gehört, ihr seid hier die richtige Adresse, vor allem wenn es um Kleidung geht, weil ich denke mal, wenn man jetzt nicht die Kohle hat für die neuesten Sachen, die gute Ware, die halt auch mächtig kostet, dann zumindest so wie ich das kenne, bleibt einem übrig, entweder auf irgendwelchen ranzigen gebrauchten Marken oder sich durch irgendwelche Fundgruben zu wühlen oder dann auf irgendwelchen dubiosen Online-Seiten herumzushoppen. Bei euch schaut das dann aber ein bisschen anders aus, oder? Da bist du bei uns genau richtig. Wir haben neu seit diesem Jahr haben wir unser Premium-Outlet eröffnet. Da verkaufen wir Vorjahresmodelle von Bekleidung, von X, Danese, Bellstaff, was es alles bei Hochstädtler so gibt. Und wie du siehst, hier weite, viele Jacken, Lederkombis, etliche Produkte, Helme von verschiedenen Premium-Marken. Bei uns ist nicht nur ein Outlet, wie man sich's gewohnt ist, sondern bei uns darfst du auch eine Beratung genießen, trotz Outlet. Also quasi könnte man auch sagen, ein Shop mit all den Annehmlichkeiten, die man von so einem richtigen Markengeschäft gewohnt ist, aber eben für schon die Ware von vielleicht der Vorsaison zu eben attraktiven Preisen. Das ist so gleich zusammengefasst. Genau, das ist richtig. Was mich auch immer begleitet, ist die Frage nach coolen, bei uns sagt man, leibenden Strecken. Gibt es dann auch hier in der Gegend was, um die neue Panier oder das neue TÜV gleich würdig auszuführen? Selbstverständlich, wir sind neu an den Alpen, wir haben etliche Pässe. Wenn du mich gerne dabei hättest, dann hätte ich jetzt die Möglichkeit, mich kurz da im Outlet einzukleiden. Und während der Remo hinten noch seine Wäsche zusammensucht, habe ich hier gerade ein Beispiel für unser Video gefunden. Servus, grüß dich. Servus. Ich bin der Gregor und wir machen jetzt ein Video über die jungen TÜV-Fahrer in der Schweiz und wie das halt so für sie ist. Habe ich dich richtig eingeschätzt? Erstens, du wühlst nicht zum Spaß zwischen Motorradjacken, du fährst auch Motorrad. Ich fahre auch, genau, ja. Und altermäßig A1-Führerschein? Genau, richtig, ja. Das heißt, du fährst A1 seit wie lange? Ja, ungefähr ein Jahr. Ein Jahr. Und hast du ihn gleich mit 16 gemacht? Die Möglichkeit gibt es ja noch nicht so lange in der Schweiz. Ja, genau, weil ich 16 geworden bin. Das heißt, du bist jetzt 17 und schon ein Jahr mit der 1 unterwegs. Hast du auch schon ein Motorrad? Ja, ich habe eins. Und zwar ein R125. Yamaha R125. Geiles Ding, so super Sportler, richtig cool. Okay, das heißt, wie war denn so der Einstieg für dich in die Motorradwelt? Ist das schon eine große Hürde oder sagst du, wenn man weiß, wo man suchen muss, da gibt es eh Möglichkeiten? Ja, ich sag mal,
Bei der Motorradsuche ist es immer ein bisschen schwierig, wenn man nicht weiß, was man haben will. Ich wusste eigentlich von Anfang an, was mir gefällt. Darum ist es mir eigentlich sehr leicht gefallen, ja. Wahrscheinlich bist du noch permanent hier um Eschenbach herum unterwegs. Kennst du dann auch die ganzen Hinterstraßen hier? Nicht alle. Also ich kann sehr viele noch nicht, aber ich bin immer wieder am Suchen. Immer wieder am Suchen ist und nach guten Strecken. So geht's mir auch. Hey Remo, ich glaube, ich habe noch wen gefunden für unsere Tour. Und da sind wir schon frisch eingekleidet und wir haben sogar schon ein Töff unterm Hintern, also ich zumindest. Wir haben einfach gesagt, damit das Ganze fair und damit wir gleichwertig unterwegs sind, setzen wir zwei uns auch noch auf 125er, weil du hast gesagt, enge Radien erwarten uns und die enge Radien braucht eh nicht wirklich Power, sondern Leichtigkeit, Agilität, wie du so schön gesagt hast. Also darauf kommt es an und ja, Remo, du führst an, zeig einfach, was die Gegend rund um Eschenbach zu bieten hat und wir schauen uns an, wie die jungen TÜV-Fahrer hier am südöstlichen Ende des Zürichsees unterwegs sind. Und jetzt sitzen wir da schon gemütlich auf einem Bankl hinter uns, der schöne Silsee. Und wir haben die Sattelegg bezwungen. Und deswegen, ich glaube, gleich hier meine Frage. Ich habe gesehen, im Rückspiegel, es ist schön dahingegangen, geile Kurven, enge Radien, ein bisschen längere Radien. Ich frage dich vielleicht zuerst, wie ist denn dir damit gegangen, R125? Was waren so deine Eindrücke? Ja, es war eher schwieriger, also mit einem Supersportler, auch 125er, es ist doch schwieriger, die Kurven zu nehmen, enge Kurven. Die längeren sind eigentlich gut gegangen. Also ich sage mal, mit einem Naked Bike geht es um einiges besser, doch es ist schon sehr gut gegangen. Der Motor, glaube ich, macht ja richtig Spaß. Und klar, du hast mit den Krückerlenkern in den engen Radien ist natürlich schwerer. Vielleicht, ja, wir waren einfach schneller, haben uns gleich die mit den breiten Dingern geschnappt. Aber ich habe trotzdem gesehen, eben, du hast dich wacker geschlagen und hat ausgeschaut zumindest, als würde es Spaß machen. Und jetzt muss ich dich, Remo, auch noch fragen. Du bist jetzt ja nicht mehr, sagen wir, ganz in dieser Zielgruppe von den 16-jährigen A1-Fahrern. Wenn du dann auf so einer MT-125 sitzt, was ist da dein Eindruck? Langweilst du dich oder macht das noch immer Spaß? Nein, im Gegenteil. Ich denke, wir haben einen super Pass ausgewählt. Enge Kurven. Von dem her war es perfekt mit einer 125er. Vor allem, wenn es dann mal runtergeht, dann spielt der Motor auch nicht mehr so eine Rolle. Rauf einfach die Gänge runter und dann kommt das sehr gut, auch die MT-125, auch wenn ich schon sehr lange nicht mehr mit einer 125er unterwegs war, hat richtig Spaß gemacht. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Die Sattelegg auch absolute Empfehlung, wenn man irgendwie beim südöstlichen Ende des Zürichsees unterwegs ist, dann unbedingt auch fahren, weil du hast mir auch erzählt, es gäbe ja dann noch sehr viele Möglichkeiten, um quasi so eine richtig schöne Tagestour zu machen, weil sich hier dann doch so Pässe aneinander reihen. Die Sattelegg ist jetzt 1190 Meter hoch, also wir sind hier so auf knapp über und knapp unter 1000 Metern viel unterwegs. Also wenn ihr mal da in der Gegend seid, dann unbedingt ausprobieren. Und wir nehmen jetzt noch den Etzelpass in Angriff, bevor wir dann wieder runterkommen zum Zürichsee und ein bisschen die Kultur und Geschichte inhalieren. Und ich glaube, deswegen, ich habe auf der XSR 125 auch irrsinnig Spaß gehabt und kann es gar nicht mehr erwarten, noch ein paar Kurven zu fahren. Deswegen würde ich sagen, let's go!
Und so kommt es zu einem, sagen wir, feucht-fröhlichen Ende unserer Tour. Ich stehe jetzt hier ganz in der Nähe der schönen, wirklich schönen Altstadt von Rapperswil, wo darüber die Burg thront, der Sitz der Herren von Rapperswil, früher sehr wichtige Leute in der Gegend. Aber gerade diese Holzbrücke, dieser Holzsteg, auf dem ich hier stehe, die Geschichte dieses Holzstegs, die reicht noch weit vor die Zeit, bevor man auch überhaupt von der Schweiz gesprochen hat, zurück. Nämlich schon vor 3.500 Jahren gab es hier auf dieser Seeenge zwischen Hurden und Rapperswil, haben sie Überreste von Pfahlbauten gefunden. Und sogar römische Anlagen gab es in den flachen Gewässern des Sees. Also wer auf Geschichte steht, der findet hier in Rapperswil und Umgebung auf jeden Fall auch viele, viele interessante Sachen. Dieser Steg führt jetzt noch immer hier schön quer über den See und wir haben gedacht, das ist ein würdiger Punkt, um zu einem Schluss zu kommen. Ich wollte noch meine Eindrücke kurz mit der XSR 125 schildern, auch wenn das natürlich kein vollwertiger Test ist. Den gab es schon in mehrfacher Form. Zum Beispiel, ich war bei der Erstpräsentation der XSR 125 in Amsterdam. Wenn ihr also alle Details wissen wollt, dann schaut am besten dorthin. Ich verlinke es euch in der Videobeschreibung. Auch hier in der Schweiz, umgeben von Natur. Es ist so idyllisch und ich glaube, idyllisch ist auch das richtige Wort für unsere Tour heute. Kurz, aber schön über die Plateauebene dort beim Etzelpass. Dann, wir haben uns vorher schon gemeldet von unserem ersten Pass. Die Sattelegg, auch Leimann, schön enge Kurven und da brilliert auch die XSR 125. Natürlich bergauf geht ja ein bisschen die Power, 15 PS ist nicht die Welt, aber sie ist schön agil. Der breite Lenker lässt sich wirklich fein in den Radius drücken. Und man muss ein bisschen aufpassen, wenn bei stärkeren Bodenunebenheiten kommt dann doch Bewegung ins Fahrzeug, weil wirklich hart ist das Fahrzeug nicht. Ist doch, sieht man ja auch schon an der Retro-Optik, ein eher gemütlicheres, stilvolles Fahrzeug. Aber stilvoll waren wir heute auch unterwegs und haben alle drei wirklich Spaß gehabt mit den 125ern. Und noch viel wichtiger, auch die Gegend ermöglicht es, wurscht, ob man jetzt auf 125ern unterwegs ist oder mit was anderem, ermöglicht viel Zweiradspaß. Ich darf jetzt nochmal meine Kompagnons des heutigen Tages zu mir bitten. Auch wenn es jetzt schon auf unsere Häupter niederprasselt, brauchen wir doch ein kurzes Fazit zur Reise. Remo, du warst unser Guide. Danke dir auch dafür, gell? Und was würdest du sagen, was sind so die drei Sachen, warum man doch als TÜV-Fahrer hier auch ans südöstliche Ende des Zürichsees kommen sollte? Ich denke, wunderschöne Natur, schöne Landschaften, schöne Seen haben wir gesehen und wundervolle Kurven. Das stimmt, das kann ich so nur unterschreiben. Jetzt noch an dich die Frage, was sagst du doch an die Gleichaltrigen da draußen, die jetzt alle einen A1-Schein haben, was sagst du, sollte man herkommen und warum? Ja, man sollte auf jeden Fall rankommen. Es hat alles für jedes Alter. Auch die Altstadt ist immer schön zu bewundern. Es hat auch sehr viele junge Leute hier. Also es ist auf keinen Fall kein Ort für alte Menschen. Es hat einen schönen See, an dem man auch vor allem im Sommer das Wetter genießen kann. So wie jetzt. Genau, so jetzt, genau. Darum, ich würde sagen, es ist eigentlich für jede Person etwas, der eine kleine Stadtreise will. Ja, da hat es sehr viel da in Rapperswil. Und, wie wir gesehen haben, die Pässe in greifbarer Nähe. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir konnten euch doch ein bisschen die Reize dieses Endes und dieser Region der Schweiz näher bringen. Abonniert unseren Kanal für täglich leimenden Motorrad-Content. Lasst uns einen Daumen hoch da, wenn wir oder die Mopeten oder die Gegend euch gefallen haben. Danke fürs Zuschauen. Pfiat euch und... Sind das Banditos da? Baba, grüezi!